Multiple Sklerose ist die häufigste Entzündungserkrankung, die ganz oft schon im jungen Erwachsenen, manchmal im jugendlichen Alter beginnt und eine chronische Erkrankung darstellt, bei der die Patienten über ihr ganzes Leben hinweg von einem Neurologen beobachtet und betreut werden müssen. Häufige Symptome der Multiplen Sklerose sind eine Sehnervenentzündung, das heißt, dass der Patient plötzlich wie durch eine Milchglasscheibe hindurchschaut. Es können Entzündungen im Rückenmark auftreten, die zu einer Gangstörung führen, manchmal auch zu einer Blasen- und Mastdarmlähmung. Oftmals auch Symptome, die mit einer gestörten Koordination einhergehen. Insgesamt ein relativ buntes Bild an neurologischen Ausfallserscheinungen. Man unterscheidet bei der Behandlung der Multiplen Sklerose zunächst einmal die Akuttherapie, die oftmals im Krankenhaus erfolgt. Das bedeutet, dass hier eine Hochdosis-Kortisontherapie durchgeführt wird. Die Patienten erhalten also über 5 Tage hinweg eine Infusion mit hochdosiertem Kortison. Die Behandlung danach ist meistens eine Therapie, die von den niedergelassenen Neurologen durchgeführt wird. Hier gibt es Medikamente, sowohl Tabletten als auch Injektionen, die subkutan oder auch in den Muskel erfolgen, die die Entzündungsaktivität der Multiplen Sklerose niedrig halten. Und in ganz besonderen Fällen kommen die Patienten auch zu uns in die Klinik, wenn sie schwerste Symptome haben, zum Beispiel um eine Blutwäsche, eine sogenannte Plasmapherese durchzuführen, also ein Therapieverfahren, das ähnlich funktioniert wie eine Dialyse.